Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Heute geht es mit der IL-28 ins Gefecht der Deutschen, wie gesagt, von der DDR. Und dann gucken wir mal, was das Ganze denn so bringt. Genau. Einstufung ist das Ding 8-0. Ich persönlich finde es ein bisschen kritisch, aber wir gucken gleich mal, warum. Genau. Vorweg, ich muss das leider Video leider nachsynchronisieren. Das ist ein bisschen schade, weil ich nämlich bei der Aufnahme ein bisschen zu doof war. Aber egal, das soll es ja nicht weitergeben. Also, dementsprechend gucken wir dann mal, was es denn so wird. Also, dieses Flugzeug selber wurde 1947 entworfen, 1948 der erste Flug davon und 1963 schon wieder ausgemustert quasi von der JAK 28B. Ne? Also von der JAK 28 ist der Nachfolger von diesem Flugzeug und dementsprechend gab es davon nur einen relativ kurzen Zeitraum, wo das Ganze aktiv war. Die Russen haben das Ganze auch im Einsatz, ihr seht es da mit den beiden Varianten und das ist, ja genau, die sind halt ähnlich dann dabei und die fliegen sie eigentlich, denke ich mal, ähnlich wie die IL-28 der Deutschen. Genau, die Chinesen haben auch eine, das ist die H5, das ist quasi der Lizenzbau, den die dann haben von der man die Sowjetunion bekommen und ja, können damit auch rumfliegen, wie sie denn das wollen. Genau, das Flugzeug selbst ist aktuell zum Beispiel noch in Nordkorea im Einsatz, wobei solche Informationen muss man mal gucken, was man davon hält. Genau. 6.300 Stück wurden hiervon gebaut. Das ist natürlich eine ganze Menge, finde ich persönlich. Und ja, das tut schon ganz gut. Genau. Also, deutscher Forschungsbaum, Rang 5 nach der Arado, kommt dann die IL-28. Ich persönlich sehe sie eher auf 7-7 statt auf 8-0. Das hat verschiedene Sachen. Die Arado selber sind jetzt hier mit 6-3 bzw. 7-3, haben die meiner Meinung nach eine gute Kampfeinstufung. Das ist bei der IL-2 nicht ganz so gut. Aber egal, was soll man machen? Weil ja, man kommt halt auf Gegner, die ja deutlich stärker sind als man selber. Und dementsprechend wird es dann halt ein bisschen schwerer, das Ganze dann zu verteidigen, weil gegen Raketen und Co. kommt man halt meistens nicht ganz so schnell hin. Naja, egal. Wir schauen trotzdem, was das so wird. Da 886 km/h fährt, fliegt das ganze Ding ja, um die 900 Sachen maximal. Also viel mehr würde ich dem Ganzen nicht zutrauen. Es kommt immer so ein bisschen auf eure Höhe drauf an. Ihr seht ja auch, wenn der Tacho oben rot wird, dann wird es echt schwer. Neues Flugwerk selber ist sehr, sehr wichtig. 10% Strukturstärke und man merkt dann auch, dass das Flugzeug einfach mehr aushält, auch im Dive danach. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach, dass man das mitnimmt. Das habe ich zum Anfang nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, dieses Forschungsding, aber das war eigentlich sehr, sehr gut dabei. Bombenmodifikation oder Bombenspezifikation, ich nehme 4x500 Kilo Bomben mit, das ist sehr, sehr gut. Ich kann damit eine komplette Basis rausnehmen, ich kann damit auf 4 Bodenziele gehen, ich bin sehr flexibel, habe eine sehr starke Bombe dabei und dementsprechend bin ich besser dabei, als wenn ich hier so eine 3000 Kilo Bombe werfe, die ich natürlich auch eine Basis rausnehme, aber sehr unflexibel bin. Und ich kann immer nur eine Basis rausnehmen. Ob ich da eine Riesenbombe drauf werfe, die überdimensioniert ist oder nicht, das ist dann egal. Die KD-3 ist dann dementsprechend die erste Wahl, die man dann erforschen sollte. Das macht es deutlich leichter. Die BD-4 selber ist, ja, gehe ich jetzt auch drauf. Mich interessiert es halt, diese fette Bombe mal zu werfen, aber ist, wenn ihr das Spiel in den in der Luftschacht geht, nicht ganz so wichtig. Die Flugleistung da links, also Flugleistung, neue Flügel und neues Triebwerk sind wichtig. Schneller ist halt immer gut. Und die normalen Kanonen, die sind echt gut. Da habt ihr halt eine Brandgranate und eine Splittergranate dabei. Das ist wirklich super dann dabei. Ihr habt vorne 23 mm und hinten 23 mm Geschütze bei. Das ist wirklich super. Die kennt man auch aus der MiG. Der Gunner hinten, der kann echt super nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, in alle Richtungen schießen, die ihr wollt. Das funktioniert meiner Meinung nach super und ist ein sehr, sehr starker Heckgunner. Dementsprechend dieses Flugzeug bitte nicht von hinten angreifen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil, ja. Der Heckgunner halt wirklich, der macht Ragout aus euch. Da muss man einfach dran denken. Da sitzt dann hinten auch einer drin, das ist ganz witzig. Das ist so der undankbarste Platz im ganzen Flieger, meiner Meinung nach. Sei es drum, genau. Also, dann, ja, wie gesagt, das Ding sieht erstmal super schnell aus durch die ganzen Triebwerke und so weiter und so fort. Aber es ist halt, ja, ne, relativ früh im Kalten Krieg entworfen worden. Und wenn ihr dann zum Beispiel gegen Flugzeuge antretet, die ja halt Raketen und Co. haben und deutlich schneller steigen können, Überschall fliegen können und so weiter und so fort, dann ist es halt auch nichts mehr Besonderes dann. Dementsprechend 7-7 meiner Meinung nach wäre deutlich besser, angenehmer zu fliegen. Ja, muss man immer so ein bisschen sehen, was ihr denn dann da als Tier so habt. Genau.
Was haben wir noch? Ja, Bombenvisier haben wir, das ist auch ganz gut. Hat auch nicht jeder Bomber, muss man auch sagen. Ist natürlich sehr praktisch dann nachher, um ein paar Bömmchen dann zu werfen. Genau. So, dann gucken wir mal, ob wir das dann auch in einer netten kleinen Runde zeigen können. Und ja, wie gesagt, ich muss leider nachsynchronisieren. Ich kann so viel sagen, ja, ist ganz nett geworden, sage ich jetzt mal so. Und dann gucken wir mal, wie es denn so weitergeht in dem Gefecht, genau. So, haben wir sonst noch was vergessen eigentlich? Jetzt kommt der Cut, genau. Da sind wir auch schon im Spiel. Wir sind auf der Karte, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Irgendwas, lest es für euch selbst, behaltet es für euch fertig. Ich habe die 400-500 Kilobomben mitgenommen, habe das alles auf Standard gelassen, was ich eben gesagt habe, die Kanonen, weil ich habe es erstmal noch nicht erforscht und fertig, dann passt es dann ganz gut. Da vorne ist eine H5, das ist quasi das China-Produkt von unserem. Ich zeige sofort an, auf welche Basis ich gehe. Ich gucke mal so ein bisschen, wie die anderen fliegen und wenn ich merke, aha, das wird jetzt eng, der eine fliegt nach da, der andere fliegt nach da, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Da ist eine A4 da unten von uns, das bedeutet, so richtig super ist das Tier jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, also, ja, dass wir da halt so ein bisschen low hier sind, sag ich mal. Ne? Aber wir gucken mal. Also, da zeige ich nochmal an, dass ich da bitte drauf gehe. Ich fliege das Ding so, dass ich die Höhe beibehalte, ein ganz bisschen in Steigflug gehe. So werde ich deutlich schneller. Immer. Ich werde aber nicht zu schnell, dass ich jetzt irgendwie in Bedulie komme, dass mir die Flügel abreißen, weil das Ding kann man wirklich fast im geraden Flug so fliegen, dass die Flügel auch fast abfliegen. Da muss man echt aufpassen. Da bitte immer dran denken, dass man da ja nicht sich das Flugzeug schrottet. Macht man 3, 4 Mal, dann hört es dann auch auf und dann geht es dann ganz gut dabei. Genau. So, da vorne war auch noch eine IL-28, da muss man ein bisschen gucken, aber wo die denn hinfliegen. Der ist mir jetzt noch zu weit weg. Von aus gesehen bin ich da ganz gut dabei. Bombenschacht öffnen, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr auf Konsole spielt, einfach nur einmal kurz die Bombentaste drücken, damit ihr nämlich ja nicht dann hier jetzt hier erst öffnet, dann ist schlecht. Ganz schnell hintereinander 4-mal drücken, braucht da keine Bombenserie dabei. Ich gehe ein ganz bisschen hoch und sehe jetzt, ach okay, hab doch genug Puffer. Ne? Es kommt auch keiner angeflogen, der mir irgendwie groß gefährlich werden könnte. Dementsprechend gucke ich mal, dass ich hier so eine kleine Drehung fliegen kann. Da vorne ist eine Two, vielleicht kriegen wir die ja rein, da müssen wir mal gucken. Hier 28 ist da auch noch eine andere. Ja, müssen wir mal gucken. Also sie kann einem halt nicht wegfliegen, aber so richtig aufhören könnte halt auch nicht. Und wenn ihr das Ding dann wirklich immer hart am Limit spielt und eine feindliche IL-28 oder auch eine H5, ne, seht ihr dann schön die Treffer gerade, klack, und dann geht sie mal dann weg. Ne? Also wer sich denkt, so beim ersten Treffer, oh, die sind ja noch da, die Bomben, die Basen, dann könnt ihr das getrost ignorieren. Also wenn ihr jetzt eine gegen eine andere baugleiches Flugzeug spielt dann, und das Ding halt so ein bisschen im roten Bereich fliegt, dann könnt ihr euch halt auch nicht einholen. Das ist dann sehr, sehr praktisch dann dabei. Da vorne ist eine JAK-38. Das sind KI-Flieger. Diese KI-Flieger bringen enorm viele Punkte und Knete und ich weiß es nicht. Dementsprechend versuche ich mich mal da dran. Die sind aber auch enorm schnell. Ich muss hier so ein bisschen den Speed wegnehmen eben, damit ich nicht zu schnell werde. Und du siehst dann so die Flügel, die fangen dann das Wibbeln an und dann wird es nicht so gut. Oben der Tacho ist schon auf rot. Das bedeutet, ja, nicht so gut. Ich nehme jetzt die Jagd 38, die von links kam, weil dann werde ich automatisch wieder so ein bisschen zum Flugplatz gelotst und dann passt das mal ganz gut. Jetzt dreht sie leider nach links wieder ab und ihr seht, sie haut schon wieder ab. Ne? Also dementsprechend komme ich da gar nicht mehr dran. Die JAK-38 ist unheimlich schnell. Ich mache jetzt einfach ein paar Schuss drauf. Ja, für leider nur Fahrkarten. Aber da ich eh wieder zur Basis fliege, kann ich mir dann auch dann meinen Munitionsvorrat wieder aufstocken und ich kann, ja, dann ist dann, hätte ich getroffen, wäre schön gewesen, habe ich nicht getroffen, ist es halt so. Kann ich da nicht ändern. Was soll man denn machen? Genau. So, jetzt das Ding runterbringen. Ne? Ihr seht da oben wieder roter Bereich. Ein bisschen aufpassen dabei. Wenn der rote Bereich geht, da ist, dann geht es noch. Wenn eingeblendet für Tempo verringern, dann bitte ganz, ganz schnell weg da. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, da ist jetzt gerade eine G91 von uns abgeschossen worden. Wir haben uns auch so ein bisschen an der R2 Y2 gerecht, aber ja, so richtig laufen tut es da noch nicht. Das muss man auch mal sagen. So, Speed ist komplett raus. Immer dieses Hin und Her wibbeln jetzt, damit ich langsamer werde. Das muss man auch bedenken. Dabei, da unten ist die H5. Aufpassen, wenn ihr hier so zickzack fliegt, dass ihr euch bitte nicht gegenseitig in die Karre haut. 600 km/h, wenn ihr dann die Klappen raushaut und dann irgendwie so ein bisschen in eine Kurve geht, damit ihr langsamer werdet, dann geht das eigentlich sehr, sehr gut dabei. Und da kommt die H5, die macht das gleiche Manöver wie ich quasi, dass man ja möglichst nah am Airfield möglichst viel Speed abbaut. Da kommt die H5 rein
Und ihr seht da quasi den Unterschied zwischen dem Landen. Der setzt nämlich einfach ohne Triebwerk auf und ich war ein bisschen abgelenkt vor seiner Landerei. Deshalb zoome ich da auch noch gerade so blöd rein, weil ich nämlich gar nicht wusste, dass man das machen kann. Dementsprechend komme ich jetzt hier nicht ganz so gut rein, so ein bisschen auf dem Grün gelandet, aber das Fahrwerk verzeiht es dann eigentlich sehr, sehr gut, genau. Und dann gehen wir halt quasi voll in die Bremse. Die Bremsen sind in Ordnung, also da gibt es wirklich Flugzeuge, die sind deutlich schlechter und das passt einfach. Ne? Das ist wirklich ganz nett. Da war gerade die H5, die natürlich ohne Fahrwerk dann einfach ein bisschen schneller steht als ich. Ja, ist halt so. So, wir drehen das ganze Ding so rum und jetzt zeige ich euch eine Sache, die ich persönlich ganz wichtig finde, ist, dass ihr mit dem Heck immer zum Feind steht, denn dann könnt ihr jetzt quasi in den Heckgunner wechseln und wenn jemand ankommt, könnt ihr das quasi als Flak nutzen. Das ist sehr, 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 sehr nett und sehr, sehr wichtig. Ihr seht es aktuell, es ist relativ ausgeglichen. Es gibt Momente, da ist das ganze Team ausgelöscht, dann starte ich gar nicht mehr, weil... Ja, da bin ich Kanonenfutter, ganz ehrlich, warum soll ich da starten? Das macht keinen Sinn, ich bin gelandet, ich steige aus, der Feind würde dann das Spiel gewinnen, wenn ich dann der Letzte bin und fertig. Na, das ist dann egal. So, weiter geht's hier im Match, dass wir natürlich jetzt gucken. Wir haben hier die Zusatztriebwerke, die wir zünden können. Ich zünde die immer, wenn ich, so ein bisschen schon rolle. Das ist ganz gut. Die H5 neben mir, die zündet es aktuell nicht. Und ich zündet die jetzt gleich ein bisschen später, meine ich. Genau, jetzt müssen wir gleich irgendwie... Da seht ihr das, dann der Booster dabei. Weiß ich nicht, wer jetzt bessere hat oder nicht. Ich bin jetzt da schon in der Luft. Ne? Ich fahre dann schnell das Fahrwerk ein. Mal gucken. Ne? Also ist eigentlich shit egal, wer da wie was macht. Hauptsache, wir kommen beide... Wir rammen uns nicht, das ist erstmal ganz wichtig. Ihr seht halt, wenn die Karre die Klappen selber einfährt, dann ist es so... dass man jetzt hier noch ein bisschen Spaß mit Farben, ne? dass man so ein bisschen durchsackt. Bitte beachten, man sieht das gleich noch ein bisschen extremer, weil man da wirklich das Flugzeug sehr, sehr leicht crashen kann. So, ihr seht, aktuell ist es so, wir sind so relativ ausgeglichen, wobei man natürlich bedenken muss, dass wir zwei Bomber haben. Muss man mal so ein bisschen sehen, wie das dann so wird, ne? So, die Saab da unten, die nimmt quasi schön die gegnerischen Flugzeuge da aufs Korn. Das ist sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr viele Punkte gibt. Und dann gucken wir einfach mal. So, die, da ist jetzt noch eine Basis dann dabei. Upsala, ne? Man sollte dann immer gucken, wohin man fliegt, wenn man sowas anzeigt. Und er bleibt auch auf dem Kurs, ich bleibe auf dem Kurs. Ja, muss man mal gucken, klüger nach, also ziehe ich mal nach rechts rüber, dass ich, einfach ein bisschen mehr, dass ich mich von ihm entferne, dass wir uns nicht gegenseitig in die Bomben wegziehen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ihr seht, unser Team ist richtig, richtig dezimiert. Wir hatten da, glaube ich, noch zwei Me-163 im Spiel. Und ich weiß aber nicht, was ich von diesem Flugzeug halte. Ich habe immer Angst, dass der Sprit alle ist. Diejenigen unter euch, die das Ding vielleicht gut beherrschen, ich gehöre nicht dazu. Die wissen, damit umzugehen. Aber ich bin halt immer ein bisschen, wenn Sprit alle, dann ist nicht so gut im Flugzeug. Ne? Naja, egal. So, wichtiger Punkt, die MiG-15 ist abgestürzt. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen, denn die kann mir halt richtig, richtig gefährlich werden. Ne? Die ist halt deutlich schneller. Die Vampire wurde abgeschossen von der Me-163, auch sehr gut. Der Gegner hat dementsprechend nicht mehr ganz so viel parat. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir quasi freie Bahn, weil die Saab eben, die ist abgehauen. Und da unten sehen wir Panzerwagen. Das ist gut. Geben wir mal, ich sag jetzt mal, Gratis-Punkte dabei. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man die jetzt mitnehmen kann. Und wenn man da so drüber kommt, ne, der Gegner hat noch zwei Flieger dabei, wir haben noch drei Flieger dabei, geht ganz gut. Und hier quasi, da kommen die angeflogen. Sind drauf, wir müssen auch mal ein bisschen treffen dann dabei. Und eins wenigstens zerstört, Panzerwagen, gibt gut Geld, kann man mitnehmen, immer machen. So, jetzt kann ich das linke, die linke Basis mit einer Bombe bedienen oder die rechte Basis mit beiden Bomben, mit allen vier Bomben. Ich gehe auf die rechte Basis, dann habe ich mit einem Anflug alles dabei. Hier wieder daran denken, dass man den Bombenschacht öffnet. Man kann die Flak anvisieren, dann sieht man halt deutlich, wie weit es noch ist. Ne? Wie viele Kilometer, gerade wenn man so bodentief fliegt, dann ist das manchmal mit den Basen ein bisschen schlecht. Auch hier wieder schnell klicken, sonst fliegen die Bomben halt nicht dahin, wo ihr wollt. Ein bisschen abdrehen. Und dann sieht das sehr, sehr gut aus dabei. So, beschädigt und es zählt wieder runter, plopp und weg. Na, das ist ziemlich cool dabei, das ist eigentlich immer so, dass man dann erst ein bisschen weitermacht und dann geht es eigentlich sehr, sehr gut. Also dass dann erst Bomben rausmelden, dann bleibt so ein Fitzel stehen und der verschwindet dann einfach. Ist auf jeden Fall eine coole Sache dann dabei. So, da ist ein Panzerwagen.
Wir versuchen diesen auch nochmal rauszunehmen. Wir haben ein bisschen Munition. Wenn wir uns auf dem Rückweg befinden, dann kann man das eigentlich ganz gut machen, weil, ja, ich weiß ja, da kommt nichts von da vorne. So, sie zerstört. Leider nur Fahrkarten. Salah, aufpassen. Jetzt nochmal ein bisschen mit dem Hacker noch drauf schießen. Vielleicht hat man ja Glück, in meinem Fall eher weniger. Genau. So, zwei erfolgreiche Angriffe geflogen, das ist wichtig. Und jetzt habe ich für mich gedacht, jetzt zurückfliegen. Ne? Die H5 hat geworfen, die ME hat, ich weiß nicht mehr, wie viel Munition, beziehungsweise wie viel Treibstoff. Ich sage denen an, dass ich zurückfliege, in der Hoffnung, dass sie vielleicht mitkommen, dass wir als Verbund dann stärker sind. Ja, leider Gottes, die H5 geht noch so ein bisschen auf Bodenziele, ist in Ordnung. Wir wissen ja, dass die beiden anderen Flugzeuge weg sind. Ne? Also der eine, der räumt da gut die Bodenziele weg, deshalb hat er so viele Punkte, beziehungsweise hat die KI-Flugzeuge abgeschossen und der andere hat einen Kill. Das bedeutet, ja, man weiß, man sollte diese nicht unterschätzen. Ich sage mal, wer einen Kill hat, der weiß vielleicht, was er tut. Manchmal auch einfach nur Glück, das kann natürlich auch sein. Aber ja, immer ein bisschen aufpassen dann dabei, dass das halt so passt. Also, da geht es auf jeden Fall ganz gut dabei. Und da sind wir gleich schon wieder beim Flughafen. Man sollte nicht nebenher fliegen. Soll gut reinkommen. Und dann kann man gleich wieder den Speed rausnehmen. Man sieht es jetzt hier, wir sind jetzt vielleicht bei 800 km/h. Das Ding ist wirklich sauschnell im Flug und wird eigentlich immer schneller die ganze Zeit. Das ist eigentlich ganz nett, muss man wirklich sagen. In der Hinsicht schon sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, was die Arado jetzt holen. Im selben Vergleich macht. Ich weiß nur, dass die Arado halt beim Dive ein bisschen besser ist, meiner Meinung nach. Aber, ja, sei es drum. So, wieder das Rumgewibbel hier, dass ich dann quasi mein Speed verliere, den ich mir eben so mühselig aufgebaut habe. Klappen rein oder Klappen raus, mehr gesagt, Kampfklappen. Wie gesagt, 600 km/h und dann einlenken. Dann piept es vielleicht einmal ganz kurz, dann fliegen die aber nicht sofort weg. Generell sind das Klappen, die nicht sofort wegfliegen. Außer ihr zieht jetzt bei 800 km/h oder sowas, das weiß ich nicht. Aber, ja, sollte man nicht machen. Wenn ihr sehr schnell reinkommt, dann kann es sein, wenn ihr das Fahrwerk ausfahrt und die Klappen voll rausfahrt, also auf Landung, dass das Flugzeug einen so starken Auftrieb erzeugt, dass ihr gar nicht die Schnauze, also die Nase, nach unten senken könnt. Das ist dann nicht ganz so gut. Was heißt nicht ganz so gut? Also ihr müsst dann einfach nur dran denken. Dann passt das schon mal ganz gut. So, Klappen wieder eingefahren, wieder runtergehen und bremsen. Sehr gut. So, also da sind wir noch momentan 3 gegen 2. Das ist erstmal ganz nett. Die anderen sind schon raus. Hier sieht man immer dann die Zeichen, denn wenn da so ein Fallschirm dran ist, dann heißt das immer, dass die noch im Spiel sind. Wenn da dieses Spielersymbol ist, dann sind die schon raus. So, wir drehen die Kiste ein bisschen um, damit ich ein bisschen schneller stoppen kann. Da kommt die H5 wieder angeflogen und die wird wieder so eine Bauchlandung machen. Na, wir sind jetzt ungefähr gleich von den Punkten her. Ist mir eigentlich egal, wer punktemäßig gewinnt oder so. Hauptsache, man gewinnt das Spiel. Der Rest ist vollkommen egal und kann jetzt mehr ignoriert werden. Das muss man ganz klar sagen. So, da kommt die H5, macht wieder eine schöne Bauchlandung. Werde ich mal testen. Im Spiel selber wollte ich es jetzt nicht testen, weil wenn man es noch nie gemacht hat vorher, dann kann es halt einfach sein, dass ihr, dass er das Flugzeug verliert, das wäre natürlich sehr schlecht. Und die H5 ist nicht die IL-28, das muss man auch sagen dann dabei. Das kann sein, dass das wieder andere Spezifikationen sind oder ähnliches. Naja, wir gucken mal. So, also ein ganz bisschen anrollen bei den Hilfstriebwerken und diese dann erst zünden, wenn ihr so ein bisschen rollt. Habe ich persönlich ein bisschen, ja, ist für mich irgendwie besser geworden. So, ihr seht jetzt, die Saab ist wieder dabei, Bodenziele zu bekämpfen. Also muss die Saab irgendwo bei der ME-163 sein. Wo genau? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Nur ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, mal schauen. Also Fahrwerk einfahren. Ich würde eine Sekunde eher einfahren können. Egal. Die Klappen fahren jetzt auch sofort ein. Und dann sackt das Ding einmal so richtig wieder ab. Man sieht das nämlich jetzt gleich noch viel, viel besser. Das ist so ein kleiner Hügel, den man vielleicht nicht mitnehmen sollte. Aber ja, schön tief und schnell. Das ist so die Devise. Wenn ihr schön tief bleibt, dann werdet ihr nämlich nicht aufpoppen, wenn das Flugzeug, wenn der Feind über euch herfliegt, außer er ist auch sehr tief, logischerweise. Und ja, ihr müsst jetzt halt nicht irgendwie groß Energie verschwenden, dass ihr halt nicht nach irgendwie steigen müsst oder sowas. Ne? Das bringt nämlich nichts. Das Ding steigt zwar relativ schnell eigentlich, meiner Meinung nach, aber das ist halt nicht nötig. Ja, da, die ME-163, man sieht es, ne, sie trudelt, sie fliegt runter, sie brennt oder sie hat irgendwie das Heck verloren oder ähnliches. Auf jeden Fall ist dieses Flugzeug weg. Leider nicht mehr bei uns im Bestand, da fliegt sie runter. Und ja, sehr schade, weil wir natürlich jetzt alle unsere Jäger verloren haben und nur noch zwei zwar gut bewaffnete Bomber haben, aber Bomber, ne? Da gab es den Kill an dem Meteor. Sehr ärgerlich. Ich bleibe schön tief hier, die Saab ist auch noch da. Muss man wirklich aufpassen.
dass wir uns hier nicht unsere Position verraten. Man muss auch immer aufpassen, die Jak 38, die da durch die Gegend fliegen, die spawnen, die scouten euch auch. Da müsst ihr bitte auch drauf achten, dass ihr da nicht, dass ihr euch von denen fernhaltet. Genau. So, nächster Anflug. Ihr seht von den Tickets her, es ist relativ ausländisch. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Vorsprung. Und das ist auch gut so. Es gibt immer so ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Druck auf den Feind, denn die Zeit läuft halt langsam, aber sicher. Ja, davon. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig dann dabei. So, wir gucken aber mal, wie es dann so weitergeht. So, da kommen jetzt, ne, wir sind jetzt so die Hälfte haben ungefähr durch. Da ist gleich das Ziel. Wie gesagt, denkt immer dran, den Bombenschad aufzumachen. Ich selber habe es schon so oft verkackt, dass ich einfach da schon so viele Bomben daneben geworfen habe oder Flugzeuge verloren habe, weil ich dann vielleicht mein Speed abgebaut habe und so weiter und so fort. Also das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Meiner Meinung nach muss man das auch gar nicht mit einer extra Taste belegen, das ist nicht nötig. Ist manchmal ganz nett, aber nicht zwingend erforderlich. Das Schließen dann wiederum schon, wenn man vielleicht nicht seine ganze Ladung verloren hat, weil es gibt manche Flugzeuge, die sehr, sehr träge werden, wenn die Bombenschächte auf sind. So, da kommen wir ganz gut rein hier. Jetzt können wir ein bisschen nach unten nehmen, so einen leichten Dive angehen dabei, dann bleiben wir natürlich schön dabei. Und schön 1, 2, 3, 4, einmal raus, einmal nach links drin, ganz wichtig, weil rechts ist der Feind, wir wollen ja weg vom Feind. Und da sehen wir jetzt schon, der Meteor ist hinter der H5. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil, wenn er natürlich den jetzt rausnehmen würde, das sind so Sachen, die wollen wir nicht. Wenn wir nämlich der Letzte im Team sind, dann werden wir natürlich auf der Karte aufgeploppt. Naja, mal gucken. Die H5 ist sehr tief, sehr schnell. Der Meteor ist ein bisschen höher. Aber, ja gut, das ist natürlich Meteor, der ist einfach ein bisschen schneller als wir, ne? Mal gucken, was dazu wird. Ich weiß auch nicht, was die H5, wie die ausgebaut ist oder sowas. Das kommt auch nochmal dazu. Ich versuche jetzt so ein bisschen die Meteor abzufangen, weil im besten Fall fliegt er auf mich zu. Ich bin kein Head-On-Fan, um Gottes Willen. Da muss man ihn vielleicht mal riskieren, weil, ja. Jetzt kommt noch die Saab von links. Die Saab ist nicht, meiner Meinung nach, nicht so super schnell, aber, ja, höchstwahrscheinlich immer noch schneller, als wir es sind. So, ich versuche jetzt mal hinter der Saab zu bleiben. Und, gucken wir mal, ob wir sie dann bekommen würden. 4 Kilometer sind es jetzt noch. Und ihr seht, diese schießt die erste Rakete raus. Ja, 5. Ja, wo auch immer die Rakete hingeflogen ist. Ich bin einfach nicht hinterhergekommen hinter der H5. Dementsprechend, oder hinter der Saab auch, bin ich halt abgedreht. Jetzt habe ich ja gesehen, der ist das Map-Ende. Das habe ich nicht realisiert erst. Da habe ich gesagt, geil, dann kommen die ja wieder auf mich zu. Das ist ja super. Das ist natürlich das Beste, was mir passieren könnte. Und der eine, jetzt sieht man dann von dem Meteor, der hat irgendwas verloren. Seht ihr das? Da fliegt was weg. Ne? Also der Meteor selber hat Schaden genommen. Und jetzt kommt die Saab genau auf uns zu. Jetzt wird es natürlich sehr heikel. Oh, ein paar Schüsse abgegeben und hat die Kontrolle über das Heck verloren. Das ist natürlich das Beste, was uns passieren kann. Man muss bei dem Patch natürlich jetzt unterscheiden zwischen Heckverlust und also Kontrolle mit Heck oder halt nur Teilverlust. Das kann ich jetzt nicht hineinsehen, aber ich sehe auf jeden Fall, sie dreht ab. Und das ist das Wichtigste. Ich versuche jetzt noch ein bisschen den Schwung mitzunehmen, aber 7 Minuten 20 sind es noch. Die muss erstmal nach Hause fliegen. Mal gucken. Wir sind hier sehr, sehr nah am Airfield dran. Mit einem komplett kaputten Heck würde ich persönlich, wenn ich die Saab bin, nicht hier hinfliegen, weil, ja, selbst wenn vielleicht noch ein Teil davon funktioniert, da sieht man, dass die H5 jetzt gerade ein paar Bombchen weggeworfen hat, ist es halt immer sehr, sehr gefährlich. Wir sind hinten schön bei uns in der Heckflosse, da ein schönes Loch drin, also, aber das Flugzeug flog sich noch gut, das ist alles vollkommen in Ordnung, das funktionierte halt, muss man einfach so sagen. Und dabei, so, dann gehen wir mal runter ein bisschen. Weil wir sind jetzt gleich schon wieder am Airfield. Die H5 geht da wieder rein. Ja, auch jetzt könnte ich natürlich wieder so eine Bauchlandung versuchen, aber mit einem defekten Flugzeug oder mit einem beschädigten Flugzeug würde ich das jetzt recht nicht machen, wenn ich das noch nie vorher gemacht habe. Also bei einer Me262 geht das als Beispiel ganz gut. Da kann man das wirklich sehr, sehr gut machen. Bei dem Flieger hier habe ich es noch nie gemacht. Ich werde es mal testen. Kann man auf jeden Fall mal gut empfehlen. Und sowas sieht man natürlich dann immer bei anderen ab. Kann man ja abgucken und fertig. Ist natürlich auch immer nicht so im Sinne des Erfinders, weil wer hätte gedacht, dass Flugzeuge wirklich Fahrwerke haben, um darauf auch zu landen. Ist natürlich schade, dass das Spiel dann sowas rausmacht, dass man dann so eine Bauchlandung machen kann. Naja, ist halt ein Spiel, ne? Und sich nicht drüber aufregen. So, wir sind rein, oder wir kommen gut rein. Ich bin ein bisschen schneller als sonst. Das ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Wir haben hier die H5, die jetzt schon unten ist. Das ist gut. Wir kommen sauber rein. Ist auch immer wichtig. Und dann versuchen wir jetzt mal, ein bisschen holprig gelandet, schnell die Klappen einfahren und dann schön bremsen dann dabei.
Genau, und dauert immer ein bisschen, bis wir da sind, aber der Meteor selber, der muss irgendeinen Schaden gehabt haben. Ja, weil sonst, weiß ich nicht, da wäre ja nichts abgeflogen. Und von dem hier sehe ich jetzt nicht so wirklich was. Es kann natürlich auch sein, dass von der Hart-5 was abgeflogen ist, aber weil der Meteor dann auf einmal so abgelassen hat, glaube ich nicht, dass, ja, dass da irgendwas, weiß ich nicht. Ich würde sagen, der Schaden war ja dann eher beim Gegner zu finden. Genau. So, 20 Sekunden sind wir repariert, beziehungsweise aufmunitioniert. Die Crew selber habe ich auf höchster Level. Ich habe keinen Ass oder irgendwie sowas draufgepackt, aber die Crew bei mir ist halt auf volle Lotte. Mehr geht nicht. Das ist doch ganz gut so. Dann gucken wir mal, was das denn so wird. Genau. So, da kommt der Flieger. Die H5 kommt rein. Wir sind jetzt auch wieder fertig. Gleiches Spiel wie eben. Vollgas geben, bisschen warten, dann erst die Triebwerke zünden. Das passt dann auch sehr gut. Ihr seht da oben, der Ticker läuft, ne? Also, wir haben alle Trümpfe momentan bei uns in der Hand. Die 4 Minuten 35 waren es gerade noch. Wir führen mit Punkten. Schön die Hilfstriebwerke zünden, nicht vergessen. Manchmal früher hatte das Ding, glaube ich, einen Airspawn gehabt und hatte dann noch Hilfstriebwerke. Also, das war total Bananen und passt in keinster Weise. Aber es hat ein bisschen Wars an, ne? Wie es dann so ist. So. Also, Hilfstriebwerke abgeschmissen. Bei 230 kann man das Ding schon gut nach oben ziehen, meiner Meinung nach. Fahrwerk direkt reinziehen. Jetzt wieder aufpassen, weil wenn man hier jetzt natürlich jetzt wieder gleich absacken wird durch das Einfahren der oder automatische Einfahren der Klappen. Ich denke, die meisten von euch werden damit spielen. Und das ist ganz praktisch hier, dass der Flughafen so einer leichten Anhöhung steht und man hier so eine kleine so eine Senke hat, wo man dann natürlich auch ein bisschen ja, und das, wo man ein bisschen Schwung mitnehmen kann. Das Beste, was jetzt passieren konnte, ist, dass die Saab abgestürzt ist. Wie genau, ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich es schwer gefeiert. Und ja, mega, mega. Jetzt seht ihr dann links neben dem Flughafen, da ist der Meteor, ne, irgendwo. Warum denn nicht beim Flughafen? Ich habe keine Ahnung, weil es ist nicht da, wo er jetzt hinfliegen sollte eigentlich. Die Zeit wird knapp. Wir haben wirklich alle Trümpfe in der Hand. 3 Minuten 35 waren es gerade noch. Besser geht's nicht, ganz ehrlich, weil der Meteor da oben, der muss definitiv kaputt sein. Das geht gar nicht anders. Müsste ich mir eigentlich nochmal das Replay angucken. Weil das ist ja super geil. Also richtig, richtig gut. Die H5 geht auf die rechte Basis von den beiden vor mir. Das ist für mich persönlich noch viel, viel besser, weil die linke Basis weiter vorne ist. Ne? Der Meteor, die H5 zieht natürlich ein bisschen weg. Die ist eher gestartet, hat mehr Schwung als ich etc. Und es ist das gleiche Flugzeug. Ob es jetzt ausgebaut ist oder nicht, die hat dann einfach den Geschwindigkeitsvorteil, den ich jetzt noch nicht so ganz habe. Und ja, Meteor selber, der wird, glaube ich, mit sich zu kämpfen haben, weil ja, das wird halt ein bisschen eng werden dann dabei. Wir sind jetzt gleich genau im Endanflug dabei. Und dann sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. So. Jetzt ist mal so die Frage, kann ich meine Bomben noch werfen oder läuft erst der Ticker ab? Weil es kann ja sein, dass jetzt zum Beispiel eine KI von meinem Team irgendeinen Bunker von den Gegnern kaputt macht und ich dann halt Schwerpunkte bekomme. Weiß ich nicht. Oder irgendwas passiert, ich weiß nicht. Also es sind viele Faktoren, die den Ticker runtersetzen und die Meteor ist immer noch da oben. Also definitiv was kaputt, keine Frage. Und ja, da ist so ein bisschen Nervenkitzel, weil man will natürlich jetzt auch die letzten Bomben werfen. Ne? Ich gucke immer auf die Karte, wo ist der Meteor? Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, damit ich einfach weiß, okay, ich kann mich gleich auf meinen Bombenturn verlassen. Ne? Immer wieder auf die Ticker am Gucken, auf die Zeit. Das war wirklich sehr, sehr spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. So, Bombenschacht ist offen, ganz wichtig. Und die Bömmchen gehen raus und wir sind weg. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir können schön nach oben ziehen, weil der Meteor ist weit weg. Voll die Basis zerstört und der Ticker fällt wieder runter. Klack. Nächste Basis weg. Die andere Basis wurde auch zerstört von der H5. Mega geiler Run. Das wird definitiv ein Sieg werden, weil ja, die KI wird da den Rest machen. Und zur Not haben wir noch 1 Minute 35. Entscheidender Schlag. Warum ich den jetzt bekomme, der andere nicht. Ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall, ja, Bombenrunde, sage ich mal. Bisschen Glück gehabt mit der Saab natürlich, aber in so einer Situation, ein Head-on, was anderes bleibt ja gar nicht über. Und das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Ihr seht, wie viel Geld es gibt, ne? Also 26.000 Forschungspunkte hat das Ganze gebracht. Leider nur einen 10% Booster. Stell dir mal vor, einen 100% Booster. Wäre ja Hammer gewesen. Die BD4-Bombe erforscht. Sehr cool. Dann, die Starts dreimal gestartet und gelandet. Ziemlich cool dabei. Sehr, sehr gut. Mein Abstand, meine beste Runde mit dem Flieger. Habe sehr viel schlechte Runden gehabt. Wirklich, muss man auch sagen. Oder Runden, wo man einfach nur Bomben geschmissen hat und wieder gelandet ist, weil es halt kein
keinen Sinn machte, dann nochmal zu starten. Leider kein Bonus auf irgendwelche Flugzeuge, weil ja, es keine nachfolgenden Flugzeuge gibt. Ein Luftziel zerstört, zwei Bodenziele zerstört, kritische Treffer ein. Das war der wichtigste Treffer von den 7 Treffern, die wir gelandet haben. 90.000 oder 89.000, ihr seht da nochmal den 10% Booster. 89.000 Silver Lines, das ist genau das, was wir brauchen. Das macht dann auch den Spaß bei. Für dich zumindest das Ganze. Bombenrunde von beiden Teams, also richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn alle Runden so wären, dann ja, das sind dann diese Momente, wo man sich mal denkt, wow, War Thunder, das macht richtig, richtig viel Spaß. Und dann gibt es halt so ein paar Momente, wo man dann wieder denkt, ja, das ist jetzt nicht so, genau. Ja, BD4 erforscht, sehr gut, werde ich mal testen in den Ground Forces, mal gucken, wie es dann so wird. Vielleicht nochmal ein Video vormachen, ich weiß es noch nicht. Neue Abdeckung werde ich jetzt mal hingehen, die Panzerung, damit die so ein bisschen mehr wird, vielleicht 5%. Kann mal was bringen, muss nichts bringen. Muss man immer mal schauen, was das so wird. Wie gesagt, da ist jetzt das Monster da drin. Und ich wollte gerade noch mal gucken, ob man das ist. Beides im Bombenschacht drin. Das wäre auch wichtig, dass man da jetzt nicht so viel Speed verliert. Ja, ich würde sagen, passte schon. Das sah schon mal sehr, sehr gut aus. Genau. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Runde, wie hätte es auch anders sein können. Freut mich, dass ich euch so eine tolle Runde zeigen konnte. Und wie gesagt, gibt auch genug Runden, die sind einfach nicht so gut. Großer Nachteil bei diesem Flugzeug ist halt einfach die Kampfeinstufung mit 8-0. Meiner Meinung nach 7-7 würde locker reichen und wäre dann immer noch nicht overpowered, weil es gibt genug Flugzeuge, die euch locker einholen können und genug Flugzeuge, die auf dem Tür locker durchlöchern können. Dementsprechend ist das halt mal ein bisschen kritisch dann dabei, aber naja, was will man machen? Also. Genau, da ist das schöne Ding nochmal sehr, sehr schön. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt War Thunder, in diesem Sinne bleibt gesund, haltet Abstand. Gerade mehr als denn je. Und ja, mal gucken, wann es dann mal wieder halbwegs normal werden sollte. Und dann werden wir sehen, warum auch immer ich jetzt gerade zu den Amis gewechselt bin. Ich habe keine Ahnung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei War Thunder. Ciao, ciao.